Moin Moin und hallo. Heute wollen wir mal ein Soft Reset an diesem Samsung-Gerät hier durchführen. In dem Fall ist es ein S22, ein Samsung Galaxy S22. Aber der gleiche Weg funktioniert auch bei einem Galaxy S22 Plus und sogar beim Ultra. Was haben wir an diesem Gerät? Wir haben ein Freeze-Frame, wir haben ein nicht mehr funktionierendes System. Das heißt, egal was ihr drückt, was ihr macht, wie ihr rumschiebt etc., das System funktioniert nicht mehr. Das heißt, wir haben hier irgendwie unser System ist aufgehangen etc. Selbst wenn ihr den Power-Taste für 10 Sekunden gedrückt habt, passiert nichts. Dann ist es oft ratsam, als erster Schritt im Troubleshooting-Prozess einen Soft-Reset durchzuführen. Das heißt also, wir zwingen unser Device, dass es neu starten soll. Okay, denn nach einem Neustart wird das Betriebssystem neu geladen und in den meisten Fällen funktioniert es dann wieder. Erster Schritt ist, wir schauen uns, was wir für Knopfmöglichkeiten haben. So, linke Seite nix, obere Seite nix, untere Seite nix, rechte Seite, da ist was. Zieht euch das rein. Wir haben zwei Knöpplis. Einmal Volume Up, Volume Down. Das ist ein durchgängiger Knopf, der oben zur Lautstärke Hoch- und Lautstärkeverringerung da ist. Und hier ist der Power-Button. Wir benötigen gleich beide, um den Neustart zu initialisieren. Wir drücken und halten den Unter-, also den Volume Down-Knopf und den Power-Button zur selben Zeit fest und drücken ihn so lange, bis wir in den gesagten Reboot kommen. Und dann erzwingen wir demzufolge mit diesen beiden Tasten den Neustart. Also Power-Taste und Volume Down beide zusammen gedrückt halten, bis der Start dann durchgeführt wird. Das kann ein bisschen dauern, also haltet eure Fingers drauf, bis ihr das Branding seht. So, jetzt reicht es. Jetzt sind wir im Restart, im Reboot-Prozess und das System sollte jetzt neu starten. Und nach dem Neustart wird es auch in den meisten Fällen wieder funktionieren. Wenn dem nicht so sein sollte, dann geht ihr in den nächsten Schritt. Das wäre dann ein Hard Reset. Dazu mache ich ein separates Video auf meinem Kanal. Ich fasse nochmal zusammen. Hier ist die Volume Up, Volume Down Button. Da unten ist der Power Button. Wir drücken und halten beide Tasten zur selben Zeit. Volume Down, nicht Volume Up, nicht hier oben, hier unten. Drücken wir und halten es für, was waren das gerade? Ich würde sagen, 6 Sekunden waren das circa. Und dann wird das System rebootet. Und nach dem Reboot-Vorgang sind meistens die Probleme dann dahin. Denn ein System, was Probleme bringt, sollte man immer als allererstes neu starten, um zu gucken, ob es wieder funktioniert. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!